Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Train Driver 2. Ich war mal wieder am Streamen und zwar in der Station Leptino. Das ist ein Dieselkopfbahnhof und ich habe mir da Unterstützung geholt mit dem Jack und mit dem Yoshi. Und leider habe ich da das Intro nicht in der Aufnahme drin gehabt, deswegen jetzt hier diese Nachvertonung. Ich würde sagen, los geht's. Wir haben einen Zug bereits in der Station drin und der möchte gern losfahren. Jack, wie schaut es bei dir aus momentan so mit den Fahrplänen? Ach, so zumindest einen habe ich für 19.38 Uhr. Oh, das ist ein bisschen traurig. Ja. Meistens auf den Strecken hier. leider. Wir werden jetzt erstmal hier ein kleines Manöver machen, damit der hier auf den Bahnsteig kommt. Das sind die Weichen 2 minus 3 minus, der WK muss frei sein und TM5. Das wäre hier. Und dann kann der Kollege schon mal hier raus manövrieren. So, Manöver hast zum Rausfahren. Bitte hinter TM1 fahren. Geht's ab zum Bahnsteig. Yoshi, wie schaut's bei dir aus mit deiner aktuellen Fahrt? Ja, ich habe mir gerade einen Zug zusammengestellt. Ich sehe gerade, dass das absolut Mist ist. Was wolltest du denn fahren? Ja, ich habe mir einfach random ein paar Wagen zusammengestellt. Einerseits ist hier ein Gepäckwagen, dann ein Wagen von Pol Regi und dahinter einen Wagen von Jeske Drahi. Das passt irgendwie nicht. Oh. Gemischtwarenladen. Ja, komplett. Deswegen muss ich das nochmal kurz überarbeiten. Also ich bin teils noch gern unterwegs mit komplett durchgemischten Wagen. Hauptsache ist es nicht random. Hauptsache ist es nicht einheitlich so. So, und ich weiß schon, American wie Dieselstrecke fahren. Manueller Fahrplan. Es ist leider dieseltechnisch nicht allzu viel da. Gibt aber auch leider nicht so viel Auswahl im Allgemeinen. Dieselstrecken. Es ist immer das Problem, dass es auch keine wirkliche Lokauswahl gibt für Diesel. Ja, das kommt noch mit dazu. So, machen wir den ganzen Spaß hier wieder zu. Was tatsächlich schade ist, weil es gibt tatsächlich wirklich gute Dieselstrecken und Sachen, die man wirklich damit machen könnte. Eine Menge Spielspaß haben könnte, wenn es dann andere Fahrzeuge gäbe. Ja, allerdings, ich meine, das Thema hatten wir schon ein paar Mal im Stream, dass man mehr Dieselstrecken brauchen und vor allem Rollmaterial, im Sinne auch von Loks, dass man da halt mal wirklich mal anständig was ziehen kann, vor allem Güterzüge. Ich glaube, die Leute würden es feiern. Wenn nochmal ein starker Diesel-Lok da wäre, wie sind die Ludmilla oder sowas ähnliches. Oh, ich glaube, da die würden so viel unterwegs sein. Du kriegst ja gar keine Luft mehr. Was ist denn da in Elmarx? Ich hoffe, im Stream ist der Ton okay. Falls nicht, bitte sagen. Scheiße. 90er VMAX. Ich glaube, was P wollte haben. Sorry, Jack. Ich kann nicht mit einem IC-Wagen rumfahren. Die Leute gucken rum. Ja, was P. Dieser 90 bei mir weg. So, warte mal, jetzt bin ich bei automatisch drin, das war falsch. Plus Pi. 90. Dieser bei mir bitte starten. Check, was war nochmal? Also, das Klink hier war bei dir, ne? Ja. Von wo nach wo hättest du es gern? Nach von RY nach KR und dann Zigirz sage ich schon, Kretschitz, dann ZGBN. Okay, haben wir drin. Was haben wir denn noch so dieseltechnisches?
L haben wir noch. Ja, Discomiasto. Probieren wir das mal. Discomiasto. Das geht. Und dann nach Hen weiter. Geht das? Ach, echt jetzt? Der Stadtkulisse von Lisco ist später, also das ändert der Dienstzeit. Oh Mann, die haben wieder so wenig eingestellt. Jack Booker. Lisco, mir so Kretz und dann Hell. 2034, Abfahrt 1938. Da Bunga ist offen. Komm, erst du geht auch da nicht. Das gibt's ja nicht. Wie lange hat ein Disco erst so offen? Disco mir 20 Uhr. Jupp, das passt. Ja, okay, da kann ich keinen geilen Fahrplan machen. Dann erstmal nur so 20:09 Uhr. Also Leptino, Glinky, Kretz und Hell. Schade. Mehr ist nicht. Fürs Erste. Wenn's Diesel-Only sein soll. Was du hätte ich gerne. Der hört zu. Ich glaube, das wäre für einen Vortrag ein bisschen schwierig, Dieselstrecke zu machen. Für das hat es einfach die Stationen einfach nicht. Naja, was ich auch gesehen habe, gibt es auch. Achso, Linke, das bist du. Kann ich für den 56201 auf RY den Linke schon mal blocken? Ja, kannst du. Sag mal. Was? Hast du auf den Tacho geguckt? Ah. So, was macht sie denn schon wieder? Der will mich bis 3 nach hier stehen lassen. In dem Fall habe ich tatsächlich nicht auf den Tacho geguckt. Außerdem hast du mir nicht gesagt, dass ich meine Nummer ändern soll. Ist karg, oder? Karga! Geht schon gut los. Der Ball. Alles fort steht. Der fährt bei mir um 130 weg. 130. Also Volt. Und dann kommt da noch so ein komischer Yoshi. Ja, den musst du sofort Radio stoppen. Wobei, der Yoshi ist gerade irgendwie im Fahrplan verschwunden. Was soll das? Der taucht gleich wieder auf. Wir spawnen wieder auf. An den Stream. Falls jemand möchte, Spawn ist offen. Ihr könnt auch als einzelne Diesel-Look reinkommen. Da hat es Wagen zum Abholen. Als Güterzug, wenn ihr wollt. Und ich hoffe, mein American weiß, dass seine Lichter falsch sind. Zumindest für den Moment. Ich glaube, generell stationstechnisch ist jetzt doch einiges los. Station X8, 32 Szenerien bei 20 Zügen. Ja, das ist krass. Aber die letzten Freitage waren irgendwie alle nicht so stark wie sonst. Ist euch das auch aufgefallen? Ja, irgendwas ist irgendwie, haben die gerade alle nicht so richtig. Ich weiß nicht, was los ist. Ja, es ist wieder Sommerzeit. Ja, bis Sommer haben wir noch ein bisschen. Aber trotzdem, Mann, aber das Wochenende sind die alle beim Zug fahren. Okay, und da sind wir hoffentlich wieder online auf Twitch, aus welchem Grund auch immer.
aber ich habe keine Übertragung mehr gehabt. Ich hoffe, es geht jetzt wieder. Schön, wenn die Technik genau dann nicht funktioniert, wenn sie funktionieren sollte. Bei mir wird es dunkel. Ist eigentlich auch den Tag-Nacht-Wechsel drin? Nö. Ich möchte lieber FPS haben. So viel FPS braucht es doch gar nicht. Nein, überhaupt nicht. So, minus 10. Das ist auch der Moment, 2019. Der Moment, wenn man die Klimaanlage im Auto abschaltet, für mal Leistung. Beziehungsweise, wer von euch hat ein Auto? Ich verstehe die Frage nicht. Also ich habe keins, weil ich auch keins brauche. Das ist der Unterschied zwischen Deutschland und Schweiz. In der Schweiz funktioniert das mit dem öffentlichen Verkehrsmittel. Da kleben sich noch nicht Leute auf die Straße. Ja doch, tun sie schon ab und zu. Ja, aber dann kriegen sie auch auf den Deckel. Weiß ich werde da so knallhart, damit ich einfach wegziehe. Also, gerade als Probifahrer oder so, ich glaube, ich hätte nicht sehr viel Nerven. Ja, jetzt weiß ich auch, warum ich bis 2022 hier stehe. Also, für Yoshi wäre frei, den kannst du schicken. Ja, es dauert noch ein bisschen. BH ist BH, ne? Ah, den machen wir heute mal verkürzt. Sonderzug. Ja, die machen gerade noch Fototermin. Die ganzen Fotografen am Bahnsteig. Tür auf, Tür zu, fertig. Ich glaube, ich habe da gerade einen Fehler gefunden. Niemals. Why, Leo, meint ihn. Da muss man aufpassen, die laufen dann ineinander hier rein. Achso. Ja. Habe ich den Stream überhaupt an? Achso, ja. Also Discord halt nicht. Yo, einmal mit Profis hier. Schaut, das wäre schon mal irgendwie geil bei dem Kopfbahnhof, wenn da auch mal gut Traffic wäre. Und nice wär's, wenn ich noch auf dem dritten Gleis einen Bahnsteig hätte. Und das auch da hinten wieder zusammengehen würde. Dann hätte er gut Kappa hier. Was ist, Jack? Warst du schon mal in Lisco Miasto drin? Auf längere Zeit? Nein, aber ich habe es mir schon mal länger angeguckt. Ich bin zwei, drei Mal oder so durchgefahren. Also an sich auch eine schöne Szenerie, also kann man nicht meckern. Die Möglichkeiten sind groß dort. Bist bei dir, Yoshi? Mir hast du mal länger gemacht? Yoshi? Das Zug war ich drin. Also. Aber selber FTL, nö. Werde ich auch nicht. Weil Diesel, nö. Ich will was zu tun haben. Oh, aber die Leute freuen sich doch, wenn ein bisschen Dieselstrecke offen ist. Ja, ich bin aber kein Fan von Dieselstrecken. Preisfrage an den Stream. Was ist das für ein Signal und was sagt mir das jetzt momentan? Und ihr beide bitte nichts sagen. Du hast wirklich einen Katzipole halt? Yoshi. Positiv. Echt? Mal kurz gucken. Ah, ja.
Überall. Nein, du darfst nicht Google benutzen. Das ist Cheaten. Hast du eigentlich bei dir auch so ein TZ-Signal? Nein. Sperrsignal habe ich ja keins. Ich hätte dann den 99991 für dich. Boah, ich darf was tun. Oh, Wahnsinn. Ja, schick mal. Ja, Sperrsignal, aber Jack hat es ja auch gerade gesagt. Lass die Klingeln abgehen. Was? Wer ist denn nicht? Oh, wow. Die Klingel voll nicht gehört. So, da, machen wir die Einfahrt. Signaler, 11 Gleis 1. Welches denn sonst? Sperre RG1, RG2. Da haben wir den hier und den hier. Und dann haben wir die Einfahrt. Ah, sieht das nicht schön aus. Ich habe gleich mehrere gute Nachrichten, wenn ich das so sehe. Die da, Bären? Wir haben einen Zug gekriegt von Hell. Jetzt muss ich nachgucken, weil Stefanovo, die Station, gab es aber auch lange nicht mehr. Tatsächlich. Also ich habe jetzt den 131.26, der bei mir endet, und den 57.205. Genau. Sehr gut. Ach, und wenn jemand möchte, ich habe da hinten noch so Museumswagen rumstehen, die man so halb illegalerweise wegziehen könnte. Haben die eigentlich eine Handbremse? Also, ich könnte ja, wenn drin. Da komme ich nicht rein. Jack. Ja. Ja, wieso habe ich kein S1? Weil ich hier mit jemandem zusammenarbeite, der das weiß, was er tut. Und ich weiß, was los ist, wenn du auf S1 drauf fährst. Ja. Das tue ich mir nicht an. Was das denn heißt? Ich habe da immer noch so lieb. Ich hab's einfach noch so fiefst im Ohr. Also das hier? Ja, ja, ja. Ist immer noch das Bessere als das Melodische. Zieht sie denn pünktlich? Nein. Moment, was heißt, wie finde ich pünktlich? Aber dann sagt, du bist pünktlich. Weil mich jemand auch nicht abgestempelt hat. Und jetzt? Aha. Aha. Ja, plus eins jetzt. Ja, kann man da durchgehen lassen. Eine Minute Toleranz. Wir dürfen noch bei der SBB fahren. Das ist Zeitverzögerung. Das ist eine Zeitverzögerung. Gibt es eigentlich eine Karte, an der man sieht, welche Station an welche grenzt? Nö, gibt's so nicht, weil. Also ja, doch, gibt's schon. Doch, wenn man doch, jetzt, wenn man das jetzt nach echtem Vorbild macht, das ja. Aber was jetzt gerade live ist, in TD2 kann man es jetzt so nicht machen, weil es ja random verbunden wird. Aber es gibt eine Übersicht, wo echte Stationen per se wären. Das auf jeden Fall.
Also es ist nicht so wie ein Simrail, wo die halt real so hintereinander sind. Aber man könnte das auch in TD2 nachbilden. Das haben wir auch im Vortag ja schon versucht, dass die echten Stellwerke hintereinander sind, soweit wie möglich. Ich weiß nicht, wie heißt nochmal diese eine Polenseite, wo du dir die ganzen Stellwerke anschauen konntest mit Gleisbahn und so? Das Semaphorik? Das war das Semaphorik. Habe ich selber noch nie benutzt. Was? Die ist wirklich gut, weil du hast Gleisplan und du hast meistens auch einen Haufen Bilder, leider nicht aus dem Stellwerk, aber gerade wenn die sie saniert haben, so was wie Zigiertz jetzt wirklich tatsächlich als Beispiel, vor der Sanierung, nach der Sanierung. Kannst du bitte mal... Wo man vorher wirklich immer sagen konnte, ist die Station überhaupt noch in Benutzung? Und dann danach so, oh, neue Bahnsteige, neue Gleise, neuer Oberbau, alles schick. Kannst du mir deinen Discord meinen Link dazu schicken, weil dann poste ich das mal im Live-Chat. Oh, ich sollte bremsen. Ja, bei mir ist einfach 60. Ja, ich fahre gerade fast 90. Wir könnten eigentlich mal zu der Stelle hingehen, wo Yoshi gleich auftauchen wird. Das ist hier. So, da habe ich den Link bekommen. Und kommt in den Live-Chat. Halt, falscher Link. Dieser Link. So, da. Stimmt, da gab es ja noch diese Drohnenaufnahme mit dazu. Oh, holy shit. Mensch, die sind aber auch bunt unterwegs. Ja. Guck mal, schauen wir mal, der Bahnübergang zugeht. Wenn überhaupt. Mensch, das dauert aber. Ich glaube, in Deutschland oder Österreich wird er schon längst zugangen. Jetzt geht er zu. Ja, wollen Sie dann was Neues oder tun Sie enden oder wie ist der Plan? Ich fahr zurück. Ah, oh, alles klar, schön. Oh, Screenshot-Modus. Also besser mal alle Lichter anlassen, bevor besser ist es. Südli. Oh, da klingelt's. Was ist da los? Achso, bin ich hoch. So, Yoshi einmal abstempeln. Alles cool. Und da ist er. Ja, dann einmal bis zum Ende einbremsen und Sie wissen, wie es läuft. Jawohl. Wobei, wir müssen dann, glaube ich, die ganze Wagen eh erstmal aufs andere Gleis hinstellen. Weil da kommt um 39 gleich noch einer. Und da kriege ich davor nicht weggeschickt. So.
Also wie ist der Plan? Umsetzen und Wagen kurz aufs zweite Gleis? Ja, temporär. Okay. Deswegen, wir machen sie mal aufs dritte. Warte mal, TZ1. Ist offen. Wenn die Handweiche passt, Bescheid geben. Jo. So, und wir brauchen dann Weiche 2, TM3. Weiche 2. TM3. Wie ist das jetzt hier? Musst du mehr TM13 schmeißen? Stimmt, das war noch TM13. Dankeschön. Bitteschön. Können wir die M13 gerade wieder zumachen. Und... Ach, ich hab's falsche offen. Ich voll hell. Richtig. TM4. Komm, geh runter. Jetzt passt's. Ja, dann bis hinter TM1. Sehr gut. So, ich bin hinterm TM1. Gas. Los geht's. Dann machen wir gerade die Eisfahrt. Moment mal, das war jetzt TM2. TM2 ist falsch. Na komm, runter mit dir. Wunderbar. So, währenddessen schaue ich, ob ich schon mal einen Fahrplan machen kann. Manuel Yoshi Osubui, Lepnino MESA. Ja, außer Bobby wird, glaube ich, nichts. Das ist ja wieder ein Slutz-Bobby. Stimmt. Okay, damit für mich. Slutz-Bobby. Drum. Was war das Klinik? KR oder RY am Anfang? BN nach Z. Blablabla. Nee, Quatsch. R. Mensch. RY nach KR. Okay. In den nach. Lass mal nach Klinik fahren. Und dann ZGBN, oder? Genau. Spannibor. Ja. Ignoriere mal die Zeiten, ich schicke dich so, wie ich dich rausschicken kann. Du bist möglich. Darf ich noch kurz Nummer geben, weil ich habe die Nummer angepasst. So, gemein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Angeben. Einmal so.
Vielen Dank. So, drei. Warte mal, müsste dieses Ausgehen, der kommt an. Ich kann nicht eigentlich E-Card vom zweiten Gleis aus starten lassen, das ist Lutz. Muss ja eh nicht zum Bahnsteig. So. Oder welche zwei? Ja, wunderbar. Einmal wieder Retour. Wobei ich meinte, in der Beschreibung gesehen zu haben, dass auch das zweite Gleis als Bahnsteiggleis gilt, also im Grün, irgendwie so. Halt! Nach dem Motto, die laufen da drüber. Einsteigen im Grünen. Warte, bei 25, 39. Und wo kommt der? Da kommt vom Disco. Ach, der hat schon wieder. Ja. Einzelne SM und einzelne Wagen. Ja, also auf. Bei. Bist du in Klinky gerade frei? Ich bin frei. Machen wir das mal schnell. Klinky. Z, Z. Ja, Y. Y, okay, dann haben wir das jetzt die Ausfahrt füllen. C. Richtig. Ja, dann haben sie Expressausfahrt. Minus 27 Minuten. Schreibt auch keiner. Wunderbar. Es hat einen FTL drin, der macht bis Zützner, Radostowice, Susek und der schreibt hier durchgehend. Man soll doch bitte realistische Fahrpläne machen, dass so eine Reihenfolge her korrekt ist. Da habe ich halt auch schon ein paar Mal angeschrieben, weil ich es falsch gemacht habe. Ich meine, ich versuch's zu machen, aber. Es geht jetzt wo? Ich glaube, bei Ihnen ist eine Tür offen. Nö. Oder wirkt es nur so? Moment. Ist kein Takt auf einer Tür. Schau jetzt mal hier nochmal. Oh! Was kommt schon? Da ist ja jemand. Ja, Moment, ich schau jetzt gerade schnell wegen der Tür hier. Ja, ist einfach nur so dunkel. Okay, das hat noch so ausgesehen. Alles klar. Oje, wieder zu. Ja, waren Sie. Mal ein bisschen Stream angucken. Analyse bitte. Was darf es denn sein? So, das nehmen wir wieder zurück. Wobei, mit dem können wir eigentlich gerade schon mal Instant-Manöver machen. Er darf da, kann da eh nicht stehen bleiben. WK2 Aumax 60. Alles klar. Ja, da bitte einmal hinter TM1. Das sollte eigentlich alles passen. Habe ich den richtigen WK? Ja, WK2. Nicht, dass wir hier noch einen Unfall haben. Sonst wird das gleich merken.
Ja. Gut, Fahrplan. TOW von 60. Schauen wir mal, was wir da so längentechnisch hinkriegen. Zwingen, Grabo, Zigiert, Sulicho. Ja, das sollen wir mal anpassen. Zigiert machen wir mal nicht. Ich brauche 2 auf 1. Sorry. Und dann Blinky. Wunderbar. Ja, der sieht doch gar nicht so schlecht aus. Oh, Fahrpläne. Ja, noch einer dazukommen. Reiz 126 möchte reinkommen. Ah, sagen wir mal, ist auf free. Das wäre perfekt. Pass mal meine Ausfahrt. So, bist du da schon weit genug gefahren? Mal schauen. Das schaut gar nicht mal so schlecht aus. Kannst anhalten. Zurücknehmen. Die 2 bleibt. Und dafür kommt TM1. So, delay. Set this timetable to end. He wants to leave. Hä? Was? Hä? Set this timetable to end. He wants to leave. Da dachte ich, das beendet. Markieren wir da nicht ankommt. Er braucht wahrscheinlich den Zug. Den Count. Ja, das mache ich aber nicht. Ja. Wann sie? Ja, du kannst zurück. Campsignal ist offen. Block habe ich jetzt keinen. Nee, wunderbar. Und der Fahrplan wurde gelöscht. Leider Gottes. So, dann kann ich für ihn ja gleich mal anfragen. Leute, ich lasse euch mal für 2 Minuten alleine. Macht's keinen Blödsinn. Mensch, jetzt war es doch sonst immer so gesprächig. Warum so ruhig? Was soll ich sagen? Das geht nicht mehr auf Druck. Das ist ja Druck, wir sind ja nur live, mehr nicht. So, schauen wir mal. Ist Jamin 3-4-5-0-4-6-4-6. Kennt ihr nicht, Level 8. Mal gucken. Schreiben wir da vielleicht zu. Ahead of time. Vielleicht hat er Glück. Das machen wir wieder zu. Da ist er. Zugschluss passt auch.
Wie viele Züge sind es denn jetzt? Mal gucken. 24. Ist immer noch recht wenig. Ja, 37 Stationen, 24 Züge ist halt echt ein bisschen meh. Ja. Wie ist es? Okay, Zermin wartet auf einen Personenzug, aber gibt mal Bescheid, wenn er Güterzug wegfahren kann. Ja, dann ist erstmal warten angesagt. So Poker spielen nebenbei oder Uno spielen wäre jetzt noch was. Oder Jackbox Party Pack, das ist auch noch witzig. Kennst du You Don't Know Jack? You Don't Know Jack? Nee. Was ist das? Auch ein Multiplayer-Rätselspiel, wenn man so will. Es ist auf so. Ja, auf so Spielshow, sag ich mal, gemacht. Aber. Da musst du richtig um die Ecke denken. Kannst du auch also, Minuspunkte für falsche Fragen einkriegen und die Fragen sind an sich schon so verschroben, dass man eigentlich denkt, nein, man weiß wirklich nichts. Also und gib mal seine Beispielfrage. Oder oh Gott, das müsste ich tatsächlich googeln. Das ist ganz schwierig. Das ist ganz, ganz schwierig. Und es ist auch schon sehr lange her. Ich hätte ja schon ein bisschen damit gerechnet, dass ein bisschen mehr los sein wird, aber. Hast du noch 22 Uhr noch einen Fahrplan? Tatsächlich ja. Also 22 Uhr 1 und 22 Uhr 12. Okay. Und der kommt sogar von dir, ja. Ach, von mir? Ja, das ist der Warm CC. Ah, ja. Okay. Ja, der ist ein bisschen länger unterwegs. Ja, Leute, kommt rein in den Bahnhof. Ich will die Züge wegschicken. was mir gerade so auffällt. So ein Stück zurück sollten es vielleicht noch. Sind dort dezent neben dem Signal. So, was schreibt da? Nichts für mich. Was, wenn ich ihm das. Nee, alles gut. Aber bleibt. Ich höre sie jetzt mit 44 Minuten. Zeitig angekommen. Ja, SWDR ist mal wieder gesprächig. Das reicht. Hast du dir das eigentlich selber zusammengestellt oder war das total random? Also random im Sinne von der Auswahl. Es wird wieder dunkel. Ja, selber zusammengestellt. Sehr schön.
Sag mal, Yoshi, haben Sie vielleicht Lust, hier bei mir Wagen zu klauen? Ja, kann ich machen. Also entweder die Hotelwagen, die dann einfach mal keine Hotelwagen mehr sind, oder die Güterwagen. Ja, ich würde sonst die Güterwagen holen. Jack? Ja? Packe ich dir bei dir die Wagen kurz auf den Seitengleis? Ja, Moment, ich bin hier gerade selber kurz. Ich habe gerade eine falsche Einfahrt gestellt. Oh, wie können sie nur? Kannst du nur? Ja, ich dachte, das sind hier Profi. Direkt abhacken, das Zeug. Ja, es ist, sind die Stationen, wo man meist, wo man oft nie so oft drauf ist. Oft nicht so oft. Ja, das war jetzt auch nicht so gut überlegt. Ich hab das schon mitbekommen. So, Yoshi. Ich glaube, irgendeine Beschränkung muss hier drin sein. Ich meine, zum 33 habe ich jetzt einen Zug dann, den nächsten. Und dann erst um 56 wieder. Das ist eigentlich eine Elke-Station, was ich dann mache. Dann kannst du. Ups. Ja, tatsächlich Elke. Erklärt vielleicht die Zeiten. Dann kannst ja. du dir vorziehen, wenn du die Wagen da stehen lassen willst. Also ich soll die hier direkt am Gleis stehen lassen, oder was? Achso, nö, ich dachte, wir rangieren das kurz um. Ah, okay. Im ersten, glaube ich, war Level 8, oder? Mal kurz gucken, ist es noch da? Ich darf über das Haltzeichen drüber? Ja. Yes, go. Ah, Level 6 ist mehr als du. Finde ich aber auch ein bisschen hoch für mehr als du, dass das Level 6 ist. Wird wahrscheinlich seinen Grund haben. Ich meine, jeden Kopfbahnhof kannst du irgendwie voll machen. Was sie noch ein bisschen blöd anstellen. Regel Nummer 1, halte immer ein Gleis frei. Danke, reicht. Also wenn es hier Oberleitung hätte, dann könnte man das Gütergleis hier zum Kiebelgleis machen. Kiebel. Und dann darfst du zurücksetzen. Wobei, das wäre jetzt irgendwie... Irgendwie wäre es witzig. Hast du zufälligerweise eine Spawn-Kombi bei dir, wo du den SM42 an den Kiebel dran hast? Yoshi? Nö. Ach, schade. Weil sonst hätte ich gesagt, spawnst mit SM42 und Kiebel. Beziehungsweise zuerst erstmal die Güterwagen auf ein anderes Gleis bringen, dann mit dem Kiebel reinspawnen, den Kiebel da abstellen und dann mit den Güterwagen wegfahren. Dass hier ein Kiebel rumsteht. Jack? Ja? Spawn mal ein Kiebel. Oh ja, spawn Kiebel. Soll den gerade mitnehmen? Oh, du hast wieder Sachen vor. Natürlich. Ey, wie geil. Ein Kiebel hier drin. Oh. Der ist dann ein Teil von dem Museum, Hotel, was auch immer da hinten. Na, der ist ausrangiert. Ja, genau. Auch nur ein bisschen Fantasie. So, was ist mit meinem Güterzug da? 50 fährt er ab. Any News for 50466. Hier soll nichts mit Verspätung wegfahren.
So, gehen wir mal rein in die Hütte. In weiser Voraussicht. Schon mal eine Fahrstraße machen. Was literally nur ein Hebel ist. Was war das? C. Das ist mir bei mechanisch aber auch schon passiert, dass ich einfach Ausfahrt gestellt habe, ohne zu blocken. Ja, das ist ein Nachteil vom Mechanischen, dass das halt geht. Piggy free ja. If you can, geil. Schirmin Picke. Südre. Ah, noch ist nicht bestätigt. Jetzt aber. Ach so. Jack, kriegst du es hin? Kannst du mir den Befehl mal kurz schicken? Warte, sie, hot Gas. Los geht's. Warte mal, theoretisch. Kannst du das Signal J missbrauchen dafür? Also im Discord-Server hat es im Forum das Spawn-Hilfe-Tool, ne? Ja, ja, das ist mir auch gerade interessant. Hab doch da was. Ach, die Nervensäge mit diesem Schrauber. Ja, ja. Hm? Hier, diese Schienenschrauber-Dingens. Hm. Frag nicht. Schienenschrauber? Nervig, ne? Ja, ja. Ich bin gerade voll auf dem Schlauch. Hier diese Deko. Ach so. Der schraubt da die ganze Zeit rum und mit dem Sound und du hörst die ganze Zeit den gleichen Mist. Ja, warte Sie. Gute Fahrt. Machen Sie keinen Unfall. Schön pünktlich ankommen. So. Ist der raus? Jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit. So. Achso, kann ich ja nicht. Jetzt muss erst zurückfallen. Komm. Fall zurück. Jetzt. Sehr gut. So, Ausfahrt markiert. Sehr gut. Kennst du zufällig die Nummer von deinem, den du gerne gefahren bist? EN57? Schlag mich tot. Ich guck kurz im Wiki. Willst du einen modernen Kebel oder den nicht modernen Kebel? Auch den nicht modernen Kebel würde wahrscheinlich noch besser passen. Moment. Also sofern er sich spawnen lässt. Ja, wenn du die komplette Nummer eingibst, dann spawnen sie ja den. Also machst du jetzt den Zweifach-Kiebel oder Einfach-Kiebel? Einen. Zwei wären wahrscheinlich ein bisschen too much. Wo ich weiß nicht mal, ob du beide spawnen kannst. Ja gut, die beiden zählen ja als ein. Das ist ja das 2N57 irgendwas. Na, mir geht ja gerade um das irgendwas. Ja, sonst nehmen wir einfach den nächstbesten. Warte. Meine Güte. Das muss hier schneller gehen. Was für ein Kiebel nehmen wir denn? Cool. Nehmen wir den. Kann jetzt Licht an einen ausschalten, je nachdem wie ich stehe. Nehmen wir den der wie. Jack, ich schreibe dir das in Chat. Sag mal, wann bist du im Vollgas drin?
Ja, okay, 600 Tonnen. Fast 600 Tonnen. Hab nichts gesagt. Schlechte Parameter, sagt's mir ja. Haben Sie die Entfernung zum Signal auch angegeben? Nur ansonsten, sag ich mal, ob ich das spawnen kann. Tool. Discorde. Also Stream, ihr seht es gerade mal nicht. Das ist ja auch Mist, wenn du den spawnst. Ja, nur damit ich schon mal vorbereitet bin. Kannst du mir sonst nicht einfach unter der Hand mal eben den Giebel plus SM geben? Ja, warte mal. Ich guck mal, ob ich den noch hab. Dokumente. Oha, hey, in einer Minute hätte ich Abfahrt bei Bravo. Wo habe ich das? Da. Das war's nicht. Aber schreibt mir da mal für einen Abstand rein, aber das sagt mir, was ich hier probiere, immer nur. Ich mache da eigentlich immer eine Null. Warte mal, ist es der Verband gewesen? Mal schauen. Nee, das war da nicht. Wo ist denn das? I-N-I-N-I-N, da ist es. Irgendwas mag er nicht, aber ich habe keine Ahnung was. Also kriegst du dich gespawnt? Nee. Yoshi, du weißt ja, wie du es bearbeiten musst, oder? Weiß ich nicht. Ja, warte mal. Ich versuch's dir gerade mal zu schicken. Wo ist er denn? Oh, Yoshi. Denke ich, komm, ich dir hochladen. Jo. Ach, da. Der Name ist falsch, aber es ist jetzt mit Kiebel drin. Musst du mal schauen, ob es funktioniert. Frage für einen Freund, wo wird das gespeichert? Bei dem Preset. Danke. Aber wenn ich dich bei Driver-Modus dann schon sagt, der beschwert sich, dass es ungültig ist, dann geht's nicht. So, währenddessen probiere ich das jetzt nochmal. Wo ist das Tool? Generator 2, Dispatch Assistance. Ah, da, Spawn-Befehle. Das wird auch gar nicht mehr weiterentwickelt. Ah, da ist das Tool. Please download. Boah, das ist 149 MB groß. Lass mich raten, ich muss mal eben das Game neu starten dafür. Nee, eigentlich nicht. Du musst ins Hauptmenü gehen und dann wieder Guest of Driver Ding rein und dann soll es eigentlich kommen. Oha! Ich kaufe einen Zug.
Gut, jetzt kann ich gerade eh nicht spielen, weil ich gerade was da habe. Musst du sagen, wenn du Bunker haben willst. Ja, dauert gerade noch, bis ich Bunker brauche. Ja, So, dann schauen wir mal. Bis Uni, dem SZ. Fährt VMAX 60. Schauen wir mal. Bitte lass mich dich vorher wegschicken. Na, das machen wir nicht. Was sind das für beschissene Fahrpläne? Komm, mach was Gescheites. So, modifizieren. Ach, die Stationen machen halt alle nicht so lang. Ach, Mann. Was hast du jetzt da? Sorry, kann ich so lang. Ach Mann. Eigentlich Lizitia. Ne. Vielleicht ist da. Ah, geht ja auch wieder nicht. Okay. Da, dann kann er hier mal Manöver machen. Fahrplan hat er. Team 2235. Manöver given, go behind here. Voilà. Und, Lagi? Ich musste erstmal den Presets-Ordner finden, welcher das ist. Gibt er nur einen? Nein, gibt's nicht. Achso. Ja, okay, ja gut, es gibt zwei. Ich war nicht unter Dokumente, ich war im Hauptordner. Da gibt es den ganzen Bums nämlich auch nochmal. Aber ich hab's jetzt. Kurz gucken, ob er das auch mag. Ja, große Chance, dass er das nicht mag. Er mag das. Oh yes. Das wäre besser für ihn. Ah. Nevermind. Invaded? Ja, der mag das nicht. Das ging aber definitiv mal. Södele. Der ist da durch. Lieber doppelt kontrollieren, aber da frei ist.
Ja, das sieht gut aus. Und du einmal. Und TM1. You can go back into the platform. Südli. Acht nach, das ist bald. Ich glaube, da könnte ich eigentlich schon mal anfragen, ob er bei den Jack kommen kann. Ja. Gib mir mal kurz Bunker. Ist offen. 6, 2, 4, 2, 3. Wo ist er denn? So, da haben wir ihn hier drin, Level 14. Anfrage ist raus. Oh, oh. Was denn? Das wird gekiebelt. Das ist ah, so. Ich bin ready. Da komme ich sogar aus dem Stellwerk. Oh, Blast GTA ist frei. Geil. Ja, Moment, musst du aber warten. Genau deswegen. Sag mal, steht der jetzt wieder neben dem Signal anstatt dahinter? Was ist denn da los? Das muss ich mir gerade mal anschauen. So. Ich gebe mir mal eine bessere Nummer. Es sieht irgendwie sehr nach Nebensignal aus, anstatt hinterm Signal, aber ja, gut. So, von B nach draußen, aber das glaube ich gar nichts. Ja. Acht nach, ja, gut. Und er bleibt stehen. Bei so Niedriglevel weiß man nie, ob die dann gerade losfahren. Die halten manchmal gern den PH nicht ein. Ah, scheint er gut zu machen. Dann 22 und 56, die nächsten Züge. So, Yoshi, haben sie Trick 17 gemacht. Weiß nicht, ob das Trick 17 ist. Also wenn du da mit deinem Kiebel ankommst. Ja. Muss ich gerade mal überlegen, was schlau ist. Nee, ich glaube, du fährst erstmal regulär ein. Ja, nee. Regulär einfahren, Umsitz. Ah, Moment. Yoshi? Ja. War das jetzt ein Gasparchi oder? Kannst du auch was Schlitz machen? Ja, müssen wir schauen, bis der Nutzer technisch ist. Je nachdem, müssen wir uns was überlegen, wenn wir das am schlauesten machen. Weil gesperrt ist, glaube ich, Dienstzug, oder? Glaub ja. Was doch. Ja, deswegen. Ja, Slutz Bobby oder so, irgendwas. Ich hab's eh am Pint, was ich sag's euch gerade mal. Kategorien. Denke eher Slutz. Also, was bedeutet sie ist Dienst-Bauzüge. Aber sonst kannst du, glaube ich, auch TOB machen, ne? Weil Gülenzug kann ja alles ziehen. Theoretisch. Ja,
Oh, interesting. Bei Lutz steht Lok Lerfurt von zu Güterzügen. Ich glaube, da darf aber wirklich nichts dranhängen bei der Lutz. Und Lutz Leerzug von nach Personenzug. Aber wenn es dann heißt Leerzug von nach Personenzug, was ist dann ein Leerzug an sich solo? Oder ist da die Benennung hier falsch? Bist du direkt oder? Ja. Ach so, na, ich glaube, das ist von der Benennung her verwirrend. Lutz ist Lokleerfahrt von zu Güterzügen. Das Lutzwobe ist du... Leerzug von nach Personenzügen. Hast du eine Frage einfach für mich? Mit wem redest du? Mit dir. Nee, bei mir fährt gleich ein Zug raus. Ich grad nicht. Da kannst du machen nix. Musst du gucken zu? Der fährt um 8 weg und um 26 kommt schon der nächste. Ich glaube, das könnte eng werden. Wobei, das ist ein Regional. Bleibt er davor noch mal stehen? Ja, der wird pünktlich kommen. Was, der kommt um 33 erst bei mir an. Also wenn der weg ist, dann kannst du den Yoshi reinschicken. Und Yoshi, ich glaube, ich schicke dich dann erstmal auf das Spawngleis. In dem Fall, dass der was Neues haben will. Und wenn der weg ist, dann können wir es mal überstarten. Ja. Das hat geschämmert. Ah, das Signal nicht gesehen. Also. Jedes Mal. Aber Jack, passiert es dir auch ab und zu, wenn du dich im Stellwerk umsiehst, dass du dann irgendwas beim Stellwerk drückst? Ja, definitiv. Ja, viel lästiger ist es, wenn es den Klickspot nicht so richtig und du willst, guckst einen Hebel an, drückst auf den Hebel und irgendein anderer Hebel bewegt. Ja. Das ist so zum Kotzen. Hast du eigentlich schon mal geschafft, dass das, was du in einen Drift gemacht hast beim Zug? Tö, weg ist er. Ja, da kommt nix. Sehr gut. Lass mal den Spot ganz bewusst zu, damit ich da noch ein freies Gleis habe. Weil hätte. Also, ich glaube, der Plan wird sein. Wische, da fährst du auf das Stumpfgleis ein. Wir warten auf den Entzug. Wenn er frei ist, drückst du alles wieder raus. Mittelgleis. Du musst abkuppeln. Du musst umsetzen, holst die Güterwagen da raus. Setzt die dann auf das Bahngleis rein. Holst dann den Kiebel, setzt den da rein und dann der Wagen, der dann überbleibt, bei den Güterwagen wieder ankuppeln. Und dann kann man mit dem wieder weg. Und das wird ein bisschen hin und her fahren sein hier. So ungefähr der Plan. Hab ich so mit. So, wo ist denn der? Da ist er ja.
Wann wird für Barty angefragt werden? 22. Wie lange hatten Yoshi bis zur Szeneriegrenze? So plus minus? Da war er schon. 2, 3, 4 Minuten. Könnten jetzt höchstens. Wir machen hier keine illegalen Sachen. Nein, das ist schon nicht, aber wenn der jetzt gleich verschwindet, dann könntest du jetzt mal recht schnell blockieren und dann Yoshi Hardgas wegschicken, wenn du ihn so schnell wegkriegst. Er hat da aber einen Zug im Block. Ja. Achso, ja, dann wird es irdisch. Ich könnte dich aber, du könntest aber theoretisch vorfahren. Nach Katzipolen, dann könnte ich dich auf das Nebengleis eventuell. Ja, das kannst du machen. Nee, da stehen Wagen drin. Das ist suboptimal. Da, gleich ist er weg. Auf der anderen Seite könnte der andere jetzt gleich draußen sein. Ja, der ist jetzt glaube ich schon am Laden. Der ist jetzt gerade in seiner Ladepause und weg ist er. Der wird nämlich gleich bei mir aus der Szenerie verschwunden sein. Ah, das hat nicht funktioniert. So, ich bin dann erstmal wieder frei. Ich hoffe mal, der Zug ist auf der anderen Seite angekommen. So, schreiben tut er auch nicht. Ja, jetzt wird's länger. Woku 14.008. Ich frage mich, ob er bei mich überhaupt einen Fahrplan machen kann, wo er bei mir umsetzen muss, weil bis jetzt enden alle. So, wie schaut's aus? Ist der Block bei dir frei? Uhrzeit checken. Ja, wenn es schnell geht, dann jetzt. Und sonst, wenn ich bei dir drin bin, kannst du ja auflösen. Aber das habe ich nicht laut gesagt. Yoshi, du wirst kein Einfahrsignal haben. Gibt dir mündlich die Erlaubnis, dass du dann über das Einfahrsignal A fahren darfst. Oh jo. Ich kann noch da unten keine Fahrstraße machen. Und er ist auf dem Weg. Gut, das wird gemacht und da hat es geklingelt. Nicht für mich. Okay. Solange der andere nicht anfragt, ist alles gut. 3700. Aber es ist schön, dass an dem Kiebel auch noch so Spoffy dran steht. Natürlich, das ist ein Kiebel. Ja, dann haben wir gleich noch ein bisschen Deko hier für den Kopfbahnhof. By the way, da wo du stehst, da lade ich relativ spät rein. Ja, ich glaube, du bist eigentlich direkt vor meiner Nase. Naja.
Was ist mit ihm los? Und stehst du da drin? Ja, natürlich. Es ist hier auch am Schweben. Mensch, die Kuppel aber hier echt schnell platziert. Oder doch das andere Gleis? Ich weiß ja nicht. Ist der nächste, der kommt, der 42, 43, 24 bei dir? Ja, der 43, 242 kommt bei mir eigentlich als nächstes. Ach, da kommt der auch von dir. Sehe ich gerade. Ja. Weil ich gerade gesehen habe. Auftaucht. Nee, da hat jetzt die Anfrage gestellt. Das solltest du wissen. Ja, dann machen wir es doch anders. Yoshi auf Gleis 2. Kann er abkoppeln, umsetzen, Güterwagen holen, Güterwagen rausziehen, Güterwagen aufs unterste Gleis. Ja, okay. Machen wir es anders. Wenn wir so ein bisschen Zeit haben. Also sag Bescheid, wenn er bei dir auftaucht. Jo. Loading next scenery. Jetzt ging aber schnell. Ich hoffe, es ist ja nur noch um Stunden handeln, bis du da aus dem Nix auftauchst. Also den magischen Wald sehe ich schon mal. Mich gar nicht aufs Gleis zu stellen. Weil die Gefahr groß ist, dass du mich gerade instant überfährst. Yep. Da ist er ja. Giebel! Ich bin in dieser Station. Und da haben wir uns Sorgen gemacht, ob wir den noch rüberkriegen. Aber warte, der hätte 36 hätte Abfahrt gehabt eigentlich. Passt schon. Sehr nice. Plan ist aufgegangen. Jetzt weiß ich immerhin, wie man naja, gut, verbotene Sachen macht. Ich dachte, das müsstest du vorher schon. Nein. Eben nicht. Aber mit Yoshi lernt man doch immer was Neues. Einmal ein Stellwerk auf DE1. Yoshi drauf gespawnt. Das Gleisbildpult, das hat man auch klingeln und rot blinken, weil da irgendwie eine feststehende Weiche hat mir nur Weichen aufgefahren. Das hat nur Schäfer. Und dann diese gelbe Schrift, diese Anzeigen da.
ist mit 60 km/h über 40 km/h Signalisation gefahren. Ja. Also Bravura, ich habe immer noch deine mündliche Erlaubnis, das Haltzeichen des Signals überfahren. Ja. Okay. Ich würde das vielleicht ein bisschen langsamer machen. Ja, sonst kriege ich gleich wieder... Du bist aber rot gefahren. Ich glaube, das wirst du sowieso kriegen, aber mehr wegen dem Leisen. Unter 25 km kriegst du das nicht. Bei Formsignal. Jo. Ey! Da hat's gewischt. Ja. Ja. So viel zu dem Thema. Ja, dann ist das Signal aber scharf gestellt, ey. Während interessanterweise seid ihr vorhin mit 28 km/h über Signal, aber mit freigegebenem Rangiersignal. Und da ist nichts passiert. Ja, wahrscheinlich kannst du beim Bauen sagen, jo, Signal scharf stellen. Weil hier hast du auch Rangiersignale. Hm. Gut, aber das Rangiersignal hat in dem Fall eh nichts gebracht, weil es hier hinter mein Signal ist. Ja, doch dahinter, aber aus deiner Vorsicht. Also dann lass dir mal beides da stehen. Einbremsen, nach hinten duckern. Kann ich schon mal die Freigabe dafür geben. Ja, 43, 24, 2 ist jetzt bei mir. In der Szenerie. Okay. Kleiner Funfact übrigens am Rande. Mir wurde gesagt, bei den Tschechen wäre es wohl, würde eine mündliche Zustimmung reichen, um über das RA10 hinaus zu rangieren. Nur mal so nebenbei. Gibt es noch bei den Böllen. Ja, es ist auch in Deutschland undenkbar. Oh, Fox. Geht's nicht? Moment. Sonst mach / Recovery. Nee. Ich lass mich hier nicht verarschen von dem Ding. So. Lass mich. Ich kann das. Oh, kaputt. So, du Kollege da vorne liegst. Richtig. So, was haben wir da? TM 13 und 3. TM 13. Und die 3. Ich kann dir dann den 43, 24, 2 schon mal blocken, ja? Ja, mach noch. Sag dann Bescheid, wenn er losgefahren ist. Jo. Dingeling auf einmal ist er da. Ja, bitte nicht. So, TM13. Wobei, er hat eh Haltzeichen. Ja, aber wenn du da raus ran schießt und du fährst über A drüber, dann knallt er in dich rein. Dann gibt's mein Lieblingsgeräusch. Das wollen wir vermeiden, wenn es geht. Ach. Erhöht und bleibt doch noch einen Moment stehen, alles gut.
Zwischen Rangier und Einfahrsignal sind ein paar Meter. Wenn er voll beladen kommt, dann kracht's. Wenn nicht, dann nicht. Ja, das ist ein Personenzug. Was? WK 1. Ah. Was denn? Ja, ich höre gerade einen Denkfehler. Immer diese Arbeiter. So, und das ist dann TM2. Und er ist abgefahren. So, Yoshi, Speed rausziehen. Speed rangieren? Gar nicht. Dauert nur leider, wenn man die Dinger auf irgendwie 3 bar hochpumpt. Voll gegen die Bremse drücken, geht schon. Was mir auffällt, die sind heute, bis jetzt sind sie wirklich tiefenentspannt, die hier so rumfahren. Noch. Liegt wahrscheinlich an den Dieselstrecken, da ist halt nichts los. Könnte sein. Die fahren SM42, die müssen tiefenentspannt sein. Schneller, Yoshi! Ich bin schon im Anschlag. Mehr Hebel on the table kann ich nicht. Stimmt irgendwas mit dem Wagen nicht, oder die Bremsen sind nicht komplett gelöst. Vielleicht doch irgendwo eine Handbremse übersehen. Kann sein. Das ist nicht normal. So. Ja, irgendwas ist da noch fest. Ist auf der Geraden? Ja, okay. Eine Sekunde. Ja, ich habe den Fehler gemacht. Gut, reindrücken. Und dann ist erstmal frei für die Einfahrt. So muss das. Oh, der hält nochmal den Katzibole. Jetzt bei dir? Ja. Sehr gut. Dann haben wir Zeit. Ja, ich. Ja. Ich würde gerade sagen, ich sollte vielleicht nicht so reinfahren, weil ich nicht weiß, wie viel Luft ich nach hinten habe. Also so 100 Meter auf jeden Fall noch.
Aber solange du hinterm TM-Signal bist, brauchst du schon. So. Er fährt ab. Moment, ich bin gerade wieder am Aufräumen. So, einfach da auf Gleis 1. Brauchen wir die RG wieder. Also jetzt rausziehen? Ach, schade, die WK. Nee, jetzt musst du erstmal reinfahren. Ich wollte jetzt alles kaputt machen. Hallo, wann habe ich Abfahrt? Dann war nicht Sorge, dass sie Abfahrt haben. Nee, du kannst schon mal ein bisschen einbremsen, abkoppeln. Und wenn der drin ist, fährst du raus, gehst an den Kiebel ran. Das war's eigentlich, können wir den Kiebel in Summe mit dem Wagen da hinten abstellen. Ich glaube, das sieht gar nicht mehr so doof aus. Der Wagen ist nur dafür da, dass der Kiebel nicht umgebremst ist. Ja, ja, schon klar. Aber ich glaube, wir können den... Wobei, geht sich das mit der Länge überhaupt aus? Ich glaube, das sieht so lang aus. Ja, aber nur Kiebel wäre vielleicht ein bisschen schöner. Ja gut, dann ziehst du den Kiebel dann ins Abstellgleis. Dann gehst du wieder zu dem Solo-Personenwagen bei den Güterzug, bei den Güterwagen ran und mit denen dann wieder weg. Soma! Was denn? Warum hat denn der keine Luft? Weiß ich nicht. Sieh zu! Mit meiner. Ja. Also, vergiss das mit dem festgebremst. Ja, dann ganz sanft rantasten. Ja, ja. Ich glaube, da ist besser, wenn man sich so einen Güterwagen schnappt, wo man die Handbremse anziehen kann. Ja, gut, ich habe jetzt einfach meinen letzten SM-Zug dafür genommen und den nicht missbraucht. So, sobald er hier reinkommt, ZDW1, der soll man schneller machen. Gib Gas! Bei mir ist er raus. Naja, jetzt ist er gerade auftaucht. ZDW. So, ist alles richtig, wunderbar. Kann ich ihn gerade schon mal abstempeln, dann ist es erledigt. Und am 56. Möchtest du immer noch die goldene Frage fragen? Nö. Weil ich habe in der Beschreibung drin, dass wenn sie einen neuen Fahrplan haben wollen, sonst mal sagen. Genau, das nach dem, wenn sie, kam nichts mehr. Ich dachte, vielleicht wird es mal bei mir. Wenn die nichts sagen, gehe ich davon aus, sie fahren nicht weiter. Ich bin noch mal für eine Minute weg. Kurz mal kurz den Stream unterhalten. Nö. Nö. Ich würde ja gerne mein Lieblingsgeräusch abspielen, aber hier ist ein anderer. Ja, ich dachte auch gerade dran. Ich wollte auch gerade drücken, dachte, ach nee, das funktioniert ja nicht. Das ist aber auch irgendwie ärgerlich. Ja. Aber warum jetzt meine Karre einfach keine Luft mehr drin hat, was soll denn der Kack? Die hat mir das nicht vorne, die mit dem hohen Level. Jack, pass auf, was du sagst. Die wissen richtig Bescheid, also die machen alles korrekt, die mit dem hohen Level. Darum haben sie das für ein hohes Level. Oder geht das nicht? Das sollte doch eigentlich gehen. Das ist zumindest der Wagen sollte hier festgebremst sein. Also 0,1 hat er drin. Warum so wenig? Also ist ja nichts. Ich weiß es nicht. Nicht, dass ich da gleich ranstupse und das Ding fliegt erstmal in den Orbit.
Mit Gefühle dran stupsen. Mit Gefühle. Gefühl. Mit ganz viel Gefühl. Boah, da kommt der Hobel. So, da bin ich wieder da. Habe ich was verpasst? Nö. Ganz viel Gefühle hast du verpasst. Du bist pünktlich zur Einfahrt, bist du zurückgekommen. Ja, schön bunt gemischt hier. So, dann machen wir noch den hier. Der guckt wahrscheinlich auch nicht schlecht, dass hier einfach mal ein Giebel steht. Ja. Ist per se noch nicht illegal. Nö. Wir tun nichts Illegales. So, los geht's. Mann, jetzt sehe ich nichts wegen dem Typen. Kann ich gerade offen lassen. So, komm schon wieder zurück. Machen wir diesmal auf Express. Aber was sehe so richtig schön sanft dran. Wie so ein sanfter Kuss. Ob er ankuppeln kann oder nicht, sehen wir gleich, wenn die Wagen wegrollen. Natürlich kann ich kuppeln. Das ist nicht oh, jetzt fängt der nächste an. Soll nicht nerven, wir haben ja hier was zu tun. Das schaut nicht schlecht aus. Boing Flip. Sind Sie dran? Positiv. Sehr gut. Ja, dann kannst du halt wieder rausfahren. Warte. Den Personenwagen muss ich nicht mitnehmen. Nö. Der bleibt erstmal. Ich werde mich hassen dafür. Mir, da fehlt was. Ja, nee, einfach vorne. Ah, ja. Die faule Sorte heute mal. Ja, jetzt muss schnell gehen. Ach, wie jetzt immer. Auf einmal muss schnell gehen. Ah, ja. So. So passieren Unfälle. Nee, alles unter Kontrolle. Und da ging das Licht an. Aber war trotzdem hinter das T1. Dass ich dir die Weiche nicht am Arsch wegstelle. Denke mal, ich bin drüber. So, bitteschön.
Ah, oh, ich glaube, die Einfahrt gebe ich mir von draußen. Gleich haben wir ein Kiebel im Museum. Ah, oh, ist er ja. Jetzt neu, das Technische Museum Lebnino. Ab sofort geöffnet. Wäre es doch geil, wenn statt Slutzbau jetzt Lebnino draufstehen würde. Ja. Ja, das hätten wir uns vorher überlegen sollen. Ja, passt schon. So, da geht noch ein bisschen was. 50, 40, 30, 20, 10, 5, stopp. Ja, passt gut so. Dass man die Tür aufmachen können. Ich weiß, dass es nicht. So. Ja. Haben wir alles bereit. Wann soll der ankommen? 56, okay. Du kannst erstmal rausfahren. Und dann auch wieder hinter das TM1. Huch, ich bin ein bisschen schnell. Die Rase mit 40. Passt schon. Muss schnell gehen. So, du stehst noch auf der 2. Achtung, sie kommen auf ein Gleis, wo ein Wagen steht. Ja, echt? Ja, ich dachte, ich sag's mal. Nur zur Sicherheit. Komm auf ein Gleis, wo ein Wagen steht, der nicht festgebremst ist, ja. So. Was mit dem anderen Zug? Bei dem blinkt's noch. Das könnte sich noch ausgehen, dass du den rausziehst. Beim Güterzug anbringst. Bei mir, bei der Blockanzeige, ist noch nicht über das Ausfuhrsignal drüber. Warte mal, ach. Ja, trotzdem. Zisch drüber. Mann. Bravo, wir hatten vorhin übrigens das Thema, warum gibt es hier nicht Yoshis Lieblingssound? Also, theoretisch wird es gehen. Aber ich würde euch bitten, das Soundboard nicht zu nutzen. Na, ich rede nicht vom Soundboard.
Welchen Sound dann? Der Sound ist in diesem Spiel integriert. Ach, der andere Lieblingssound. Nee. Der Sound geht ein bisschen länger. Alter, da ist. So, Bremsen lösen, nach hinten fahren. Ja, Chef. Sind Sie jetzt zufrieden? Ja, jetzt bin ich happy. Und liebe Leute, macht sowas nicht zum Spaß in der großen Summe, noch andere mit dabei sind. Just saying. Und wenn, dann macht das mit Leuten, die den Radiostopp auch entfernen können. Ja. Oh ja. Ich einfach gar nichts sehe da hinten. Alles dunkel. Ja. Bist du da hinterm Weg, ha? Jo. Gut. Dann kann ich den erstmal dicht machen. Hunger zu. Der ist immer noch nicht übers Ausfahrsignal. Was ist denn da los da hinten? Dong. Das Schlimme ist ja, man hat sich so an diese polnischen Bezeichnungen schon dran gewöhnt. So auch gerade zu Lutz oder so. Da meinte ich, ja, hier LZ. Da überlegte ich erstmal. Ach ja, stimmt. Das war ja in Deutschland, war das ja LZ. So. Was war's? Klinik war zuerst RY, ne? Ja. Ach, keine Ahnung. So, Kretz war es ZG. Ja, stimmt, jetzt noch mal irgendwas dazwischen haben? Yoshi? Nee. Okay. Here we go. Left Fahrplan. Oh, jetzt kommt er. Auf die 1, wann die Dinger wieder? Willst du nochmal umreinschieben oder reicht dir mündlicher Ausfahrbefehl? Mir reicht mündlicher Ausfahr. Okay. Weil ich würde mich kurz von der Lok abmelden. Machen Sie das. Bringen Sie was mit zum Naschen. Nö. Was zu spielen? Mit Schokolade? Erstmal einen Apfel. Aber vorher. Das war so eine geile Szene bei Schulz Manitou. Der hatte allgemein viele geile Szenen. Also. Oh ja. Ich kenne mehr solche Filme von ihm. Ja, es ist. Hat er mal selber gesagt, das könnte da gar nicht mehr drehen, inzwischen, was da los ist. Ja, gewisse Sachen werden heute sehr grenzwertig, aber war schon nett. Also gerade in Kombination mit der Bully-Parade und so, das war traumhaft. Es gibt wirklich wenig gute Filme, deutsche Filme nach meinem, für meinen Geschmack. Aber Traumschiss auf Weiß und auch Schuh des Manitou, die waren einfach top. Also die waren einfach top, die waren nie flach, die waren nie, das war kein hirnloses Rumgedödel. Es war einfach schön. Wie die dort gefangen in der Puder Rosa rechts dort sitzen und die machen jetzt Wunsch. Ja, das sieht aus Super Pervo. Und da geht's einfach los. Oh, herrlich. Und das mit dem Perltauchen. Ja. Er geweint, ich glaube, eine Mini-Touch oder Mini oder wie er hieß. Das machen die doch. Die graben den Klappstuhl aus. Ja. Ruhig, ich rieche was. Ich weiß nicht. Oder die zwei Typen mit dem Echo. Ja.
Jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. Wobei er hat ja später nochmal einen Film, also zwei Filme eigentlich sogar, dreht mit dem Tod. Das ist auf Bayerisch. Shit, wie hat der nochmal geheißen? Jetzt muss ich nochmal nachsehen. Michael Bulli Herbig, der Tod. Film wird der geheißen. Der Bondelkramer, ja genau. Da hat er ein bisschen der Brandelkramer. Der war noch witzig. Hast du den gesehen? Nö, nee, sagt mir gar nicht. Ist jetzt so typisch bayerisch irgendwo. Aber mega witzig. So, den. Oh, das ist ja. Achso, ja, das war da schon. Entschuldigung, ich dachte schon, es ist irgendwie ein Zug einfach mal auftaucht. Der schaut so, muss mich schon wundern, wenn einfach mal was auftaucht. Der endet. Wunderbar. Schon aber irgendwas dazu sagt, dass da Triebwagen rumsteht. Nicht sterben. Bitte nicht während des Streams, erst wenn er endet. So ein kleines Süßerchen. Wenn du jetzt ein Ranking machen müsstest von den drei besten Filmen, was wären da die ersten drei? So allgemein die drei besten Filme? Ja. Oh, das ist schwierig. Oder welche drei kommen dir als erstes in den Sinn, wenn du an beste Filme denkst? Der erste, der mir tatsächlich in den Film in Gedanken kommt, ist Manche mögen es heiß. Also der ganz alte. Schöne Schwarz-Weiß mit Marilyn Monroe in einem. Der war unschlagbar einfach. Das sagt mir jetzt gar nichts. Was? Nee, das sagt mir jetzt gerade wirklich nichts. Some Like It Hot von 1900. Schlag mich damit. Nee. Oh. Klingelt nichts. Was gibt's denn noch so, wo ich sage? Das war unschlagbar. Das ist schwierig, aber der war wirklich einer der ganz wenigen Filme, wo ich sage, der war, da ist jede Rolle einfach perfekt besetzt. Also selbst die kleinste Nebenrolle ist einfach nur top. Aus dem Chat haben wir gerade von Wann Sie das Boot, die TV-Fassung. Bester Film aus Deutschland, meiner Meinung nach. Oh ja, das Boot war wirklich nicht schlecht. Da gebe ich dir recht, den haben wir mal mehrfach gegeben. Oh ja, ja. Gerade eine TV-Fassung, 6 Stunden lang, aber ey. Ja, das Boot als Requisite, also das U-Boot, das ist ja nach wie vor noch da, ne? Kannst du es ja angucken. So. Darf ich für Yoshi blocken? Auf RY in Glinky? Nee, ist gerade besetzt. Oh. So, schmeißen wir noch ein Plus-Plus dahinter. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass er vielleicht auf Platz 1 ist, aber was auch gut gewesen ist, ist der mit dem Wolf-Tanz. Der ist aber ziemlich stieb, der Film. Und noch der mit dem Wolf tanzt. Was würde ich denn noch in die... Inception fand ich auch nicht schlecht. Also rein so vom Storytelling her, dass du da vom Traum in den Traum reingehst.
Das fand ich noch nicht schlecht. Was noch? Was will ich noch mit dazu nehmen? Schwierig. Tatsächlich muss ich sagen, Disney-Pixar-Film Wall-E fand ich fantastisch. Der ist eigentlich so einfach. Aber der ist so schön. Ich habe den einfach mal... Ach ja, wie das so ist, ne? Man isst was, man will was dazu gucken, denkt sich, komm, hast du schon nur noch mal gesehen, aber lässt es ein bisschen tüdeln, mal eine Viertelstunde. Zack. Einfach durchgesehen wieder, weil der ist einfach so schön. Ist aber doch eigentlich sehr tiefgründig, auch wenn es unterschwellig ist. Ich finde es halt auch faszinierend, wie die mit so wenig Mitteln einem so einfachen... Es ist ja bloß ein kleiner Roboter. Der hat noch nicht mal wirklich einen Sprecher, dass du sagen kannst, der hat jetzt wirklich Stimme oder Text. Und trotzdem hat er so viel Emotionen. Das ist einfach Wahnsinn, wie die das schaffen, so glaubhaft rüberzubringen. Also, allein dafür finde ich wirklich allergrößten Respekt. Oh, Schindlers Liste. Super gut gemacht vom Film her. Hast du den gesehen? Tatsächlich muss ich gestehen, dass ich den nicht gesehen habe. Den fand ich, ich meine, es ist ja ein historischer Film, der auf ja Fakten ja basiert. Und ich fand einfach die Filmtechnik faszinierend. Weil primär, obwohl es ein moderner Film ist, ist er in Schwarz-Weiß gedreht. Und es gibt aber eine Person, die wird in Farbe gezeigt. Und es zieht sich durch den ganzen Film durch, dass immer, wenn die Person kommt, ist die einzige in Farbe. Hat aber seinen Grund. Also, nachdem du nichts gesehen hast, kann ich dir nicht erzählen, warum das so ist, aber wenn man es dann zum Schluss dann weiß, ist ziemlich hart. Kannst du nur empfehlen, schau es dir mal an. Auch ein sehr guter Film, der mir spontan wieder einfällt, auch so ein bisschen, würde ich sagen, fast Geheimtipp, war Mary and Max. Der war auch wunderschön. Oh ja. Oh ja, hast du gesehen? Oh, herrlich. Ja, habe ich gesehen. Da fällt mir gleich im gleichen Zuge noch die nackte Kanone ein. Ja, das ist. Den muss man gesehen haben. Na, was man gesehen haben muss, ist auch Hot Shots. Also, das ist buchstäblich die Mutter aller Filme. Ja, kannst du aber das kleine Movie gleich mich hinterherlegen. Na, es ist schon fast kein Vergleich mehr. Also, Hot Shots ist einfach nur. Also, das ist wirklich cool. Also. Sowohl der erste als auch der zweite, wobei ich glaube, der zweite sogar fast noch ein bisschen besser war, fand ich. Police Academy? Naja, schon fast früher gut gefunden, inzwischen gar nicht mehr so, weil ich weiß gar nicht. Fast ich fand halt den einen so gut, der einfach diese 1000 Stimmen hat, mit seiner, wo er diese Soundeffekte so gut nachmachen kann. Ah, der ist bei so vielen anderen Shows schon zu Gast. Joshi, was machst du? Darf ich nicht fahren? Nein. Bin noch hinterm WK, du kannst mir gar nichts. Der fährt einfach los. Nee. Ja, wenn alles liegt. Ja, ich hab dir aber kein Befehl gegeben, dass du fahren darfst. Aber es ist eins. Warte mal, da hast du jetzt einen Güterzug bei dir dran, ne? Positiv. Achso. Oh. Bremsen lösen. Das war für mich ehrlich gesagt schon ein ziemlicher Mindblow, als ich irgendwann rausgefunden habe, dass er das wirklich kann. Michael was? Winslow. Die Soundgeräusche. Ach so, ja. Das war, als ich das irgendwann mal rausgefunden habe, viel, viel später, dachte ich so, what? Da gibt es ja auf Amazon Prime diese Serie mit dem Michael Bulli Herbeck, wo er die ganzen Comedian einlädt in diesen einen Raum. Und dann, was ist, Last Love Standing oder irgendwie so heißt es, glaube ich. Ja, lol, kurz gefasst, ja. Ja, da habe ich mal die zwei Staffeln gegeben. Das ist super geil zum Anschauen. RY wäre frei. Ist sie free? Moment, muss er da hinfahren? Ja.
RY, Anfragen. Los geht's. Oh, Yoshi, jetzt dürfen Sie fahren. Nö. Wie jetzt nö? Nö. Ja, wollt ihr auch noch ein Rangiersignal dazu haben? Bin ich schon weg. So, dann machen wir mal den hier. Wunderbar. Dann schaut es bei Jack so aus, als wäre über das Ausfahrsignal drüber. Also für YouTube und Stream, ne? DPO, könnt ihr die Ausfahrt bestätigen, wenn ihr so eine Sonderaktion macht wie ich jetzt hier. Oder wenn das nicht geschnallt hat, dass Ausfahrt hier ist, obwohl ihr Signal gestellt habt und wieder zurückgefallen ist. Nur so nebenbei. Aber es kommt irgendwann mal ein weiteres Fahrdienstleiter-Tutorial, wo das mitunter ein Thema sein wird. Kommt vermutlich in den nächsten 2-3 Monaten. Plus, minus. Eher 3 Monate. Aber es kommt eins. Oh, da brauche ich noch die Zeit und die Muse. Das ist ziemlich aufwendig, so ein Tutorial zu machen. Da klingt jetzt wieder. Aber nicht für mich. So, Yoshi ist abgefahren. Ein bisschen zu früh. Alter, für eine Lüge. Alter, bin ich gerade erschrocken mit dem Radio-Stop. Sorry. So. Der Radio-Stop ist erst dann schlimm, wenn du das Zischen der Bremsen hörst. Ja. Oh, stimmt, das braucht man eigentlich auch nur als Soundeffekt, das ist Zischen. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, das war's erstmal für den Stream. Ich denke mal, wahnsinnig viel wird hier nicht mehr passieren auf der kleinen Station, aber jetzt haben wir es mal gemacht und es hat wirklich Spaß gemacht. Als nächstes mal schauen, was wir machen. Ich denke mal, SimRail-Patch wird zuvor kommen, dass wir dann mal die große Station machen, wenn es denn überhaupt verfügbar sein wird und dass wir da immer Platz kriegen mit Fahrgestell am Anfang. Und ansonsten vielleicht Leka oder sowas. Mal sehen. Wird spannend werden. Aber ich versuche jetzt so regelmäßig Freitagabend online zu sein und dass wir da streamen. Egal welches Spiel, aber habt es auch Freitagabend was zum Stream. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis bald. Macht es gut und schönes Wochenende euch allen. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Braubucher, bis zum nächsten Mal. Tschüss.